im Laufe der Zeit, also meine Schwester geht in Salzburg in die Schule, hat sich da ergeben, dass eigentlich nur noch Homeschooling stattfand. Zuvor hieß es natürlich dann auch diese ganzen Geschichten mit Masken. Ich muss dazu sagen, ich bin grundsätzlich kein absoluter Maskenverweigerer, auch wenn ich natürlich selbst betroffen bin in irgendeiner Form und ich das alles in Frage stelle. Aber es ist natürlich schwierig, das zu formulieren und es hat zu starken Kontroversen geführt. Es ist mittlerweile so, dass ich natürlich auch in irgendeiner Form in die Richtung der Verschwörungstheoretiker gesteckt werde oder die der Querdenker. Ich selber behaupte aber eigentlich, dass ich Selbstdenker bin. Als Ingenieurin kann ich Tabellen lesen und mache mir auch die Mühe, mich um Daten zu kümmern, die nicht unbedingt dem Mainstream-Interesse entsprechen. Und ich bin dazu übergegangen, ich möchte niemanden überzeugen von einer Meinung, die ich habe. Das ist nicht der Weg und ich möchte auch andere Eltern auffordern, das nicht zu tun und auch nicht aggressiv zu werden, sondern ich bin der Meinung, man muss andere einladen und man muss sie vielleicht auch sanft davon informieren, dass es andere Dinge gibt. Also ich sehe das bei meinen Eltern, die waren anfänglich auch sehr verängstigt, selber Risikogruppe. Und jetzt ist es so, dass ich mich in der Elternschaft auch stark gemacht habe und natürlich habe ich massiven Gegenwind geerntet. Nichtsdestotrotz bleibe ich standhaft, weil ich setze mich für meine Kinder ein. Ich sehe das als eine Verantwortung und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr in der jüngsten Vergangenheit die Werbung der Bundesregierung gesehen, in der zwei alte Leute davon reden, dass sie Helden sind. In dieser Werbung wird impliziert, dass diese Menschen in den 20er, also in diesem Jahr, zu Helden deklariert wurden, indem sie zu Hause blieben, Chips essen, Fernsehen gucken und vielleicht, weil sie es sehr gern haben, auch noch was anderes tun. Das können Singles eh nicht, aber nichtsdestotrotz, diese Menschen werden dann in 60 Jahren als Helden deklariert, weil sie sich zurückhaltend verhalten haben. In meinen Augen ist Heldentum was anderes. Ich möchte später mal ein Video machen für meine Töchter. Beziehungsweise, das hier ist mein Video. Ich stehe auf, ich stelle mich hin, ich lasse mich auch denunzieren, ich bleibe standhaft, ich versuche niemanden zu überzeugen, ich sage auch niemanden, du musst dich impfen lassen, ich sage auch niemanden, du musst die Maske tragen, aber ich bin der Meinung, wir brauchen Selbstverantwortung. Und was ich ganz arg vermisse, ist auch in der Lehrerschaft. Ich habe selber Lehrer als Freunde und ich weiß um deren Situation. Viele trauen sich einfach nicht, Stellung zu beziehen. Viele haben auch Angst um ihren Job und um ihre Stellung in welcher Form auch immer. Aber nichtsdestotrotz mache ich sie mitverantwortlich dafür, dass sie unseren Kindern etwas beibringen, was mit Selbstbewusstsein und mit Selbstbestimmung nicht mehr viel zu tun hat. Ich als Mutter stelle mich jetzt hin und mache mich angreifbar, weil ich das Gefühl habe, dass ich in der Verantwortung stehe und weil ich aus Liebe agiere. Man merkt mir schon an, dass ich ziemlich berührt bin und ja, bewegt mich auch sehr. Und meiner Erfahrung nach, wenn man ein bisschen tiefer blickt, bewegt es viele Menschen. Also ich bin da sicher nicht allein und das seid auch nicht nur ihr, die hier da steht, sondern das sind auch ganz viele, die nicht gekommen sind. Aber wir müssen sie irgendwie berühren. Und ich habe festgestellt, ich berühre die nicht, indem ich schreie. Ich berühre die in dem Moment, wo ich sie einlade. Ich lade sie ein, darüber nachzudenken, wie sieht die Welt für ihre Kinder aus, was tun sie ihnen an. Ich lade sie ein, reinzufühlen, was da passiert. Und ich lade auch die Lehrer ein, die Verantwortung zu übernehmen. Und ich mache sie auch verantwortlich dafür, dass sie meine Kinder denunzieren. Meine kleine Tochter hat einen Attest und wurde vom Lehrer in der Klasse versetzt. Und er hat gesagt, du musst dich ganz hinten ans Fenster setzen. Sie durfte nicht mehr in einem Klassenverband sitzen. Und das finde ich nicht in Ordnung.
Das Attest meiner Tochter wurde... Das Attest meiner Tochter wurde von der Schulärztin in Frage gestellt und meine Freundin, die ja selber Kinderärztin ist, wurde angerufen und es kam zu einem ziemlichen Eklat. Ich frage mich, was eine Schulärztin zu hinterfragen hat an einem Attest. Das zeigt mir auch, dass eine gewisse... Ja, sie unterstellt eigentlich unserer Kinderärztin eine Inkompetenz und das finde ich nicht in Ordnung. Das mache ich nicht und das sollten wir auch unterlassen. Nichtsdestotrotz möchte ich auch noch mal auf alle Eltern eingehen. Ich glaube, wir Eltern haben gerade die Verantwortung, unseren Kindern ein ganz, ganz gesundes Selbstbewusstsein mitzugeben und nicht das Gefühl zu geben, verantwortlich dafür zu sein, Oma und Opa umzubringen oder die Nachbarn umzubringen. Dass wir unseren Kindern keinesfalls beibringen sollten, dass es was Gutes ist, wenn ich andere Kinder anzeige, weil sie nicht das tun, was im Moment der Stand der Regeln sein soll. Und da sehe ich uns Eltern in der Verantwortung, zu schauen, dass wir unseren Kindern ganz klar erklären, dass sie das nicht sind. Sie sind keine kleinen Mörder. Sie sind auch keine Denunzianten und wir sollten sie auch nicht dazu erziehen. Insofern wünsche ich mir für uns alle Eltern und ich lade euch ein, sagt anderen Eltern Bescheid, sammelt euch, geht in Liebe an die Sache ran und werdet nicht böse und seid auch nicht so, dass ihr anklagt. Ich weiß, man hat so die Tendenz, alle anderen dafür verantwortlich zu machen. Und ich weiß auch, dass viele Fische mitschwimmen. Es ist leichter. Ich stehe hier und ich weiß, dass es unbequem ist. Das, was ich tue, macht mir keinen Spaß. Es ist nicht immer schön und ich habe auch keine Lust, mich zu rechtfertigen. Bravo! Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass es ganz, ganz wichtig ist, unsere kleinen und auch unsere großen Kinder dazu erziehen, selbst zu denken, zu reflektieren, ihnen auch alle möglichen Informationen zu geben, sie zu dem zu machen, was wir uns von denen wünschen, und zwar selbstdenkende und selbstbestimmte Bürger. Wir müssen uns einfach bewusst machen, dass wenn die Generation, die irgendwann folgt, und ich möchte keine Generation, die folgt im Sinne von folgt, was das, was die Regierung jetzt von uns verlangt, folgen ist. Und ich möchte auch jetzt zum Ende kommen. Ich sehe da die ganze Zeit dieses große Schild an der Wand. Ich meine, wenn ihr euch umdreht seid, seht ihr das. Ja. Es sind wir Eltern, es sind wir Erwachsenen. Wir halten den Laden am Laufen. Wir haben Verantwortung und ich kann nur jetzt sagen, jetzt seid ihr dran.